Moin, moin ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Factory Prime. Ich bin der Tugin, danke fürs Einschalten. Wir sind heute wieder bei der Ölproduktion und da haben wir noch einiges zu tun. Zum einen den Verpacker anschließen. Wurde mir eben auch nochmal gesagt. Sehr coole Sache, das machen wir nochmal schnell. Ja, schön mit Steuerung, kann man das schön einmal... Ja, das sieht natürlich jetzt nicht so geil aus. Ja, da einfach gerne hier auf den... Oh, der Horizontal to Vertical geht nicht. Okay, dann machen wir das so. Nee, machen wir nicht. Das sieht mir auch noch nicht so gut aus. So machen wir das. Nudel. Nudel sieht schon besser aus. Und schon haben wir jetzt auch den verpackten Treibstoff, den wir gleich fürs Jetpack benötigen. So, was wir auch noch benötigen, ist auf jeden Fall mal ein bisschen Sprungkoordination hier. Nämlich mehrere von diesen Kraftwerken. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht werde ich das hier so ein bisschen in der Höhe bauen. Mal gucken. Also ich werde jetzt wahrscheinlich, damit es erstmal läuft, damit wir hier erstmal auch genug Strom wieder haben, hier nochmal einmal zwei hinstellen. Dazu benötige ich aber erstmal noch ein bisschen Computer. Das erstmal ein bisschen wegsortieren. Gehen wir hier rein. Strom, einen haben wir. Wir brauchen aber zwei. Okay, das sieht hier soweit alles gut aus. Machen wir natürlich auch extrem viel Gummi und Plastik. Das, Gummi müssen wir dann natürlich gleich weiterführen in die modularen Motoren. Ja, wie hoch ist denn das? Boah. Genau, und dann haben wir natürlich dann auch schon... Ah, hier ist ganz schön was los. Hier kommt noch gar nichts an, oder wie? Habe ich das noch gar nicht eingestellt? Doch. Na, dann warten wir mal ganz kurz. Verpackter Treibstoff. Der müsste irgendwann natürlich seinen Weg hierher finden. Da will ich nur noch mal kurz den Check machen, ob das auch wirklich ankommt. Ich denke schon. Hallo? Da hinten kommen jetzt wieder ein paar. Zwei Stück. Oh, jetzt ist das hier so ein bisschen am Stocken. Ja, es ist natürlich jetzt extrem viel. Ne? Wir machen jetzt hier Plastik und Gummi in Massen. Ah ja, ne? Da kommt jetzt ein bisschen. So, dann schauen wir jetzt da hinten hin. Ah ja, ich habe schon gesehen, da sind schon sechs drin. Pro-Tipp, einmal ins Abreißmenü gehen und dann siehst du immer die Inhalte in dem Container. Hier, ne? 1151, 9600 und so weiter. So. Dann, wenn wir mal kurz ein bisschen die Produktion. Ein Fabrikator, damit wir ein bisschen Platinen machen. Und los geht's. Wie viel Platin brauchen wir? Wenn wir 10 machen, 100, ne? Ja. So, und damit wir die 100... 1... 2... Zack. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auf Halde produzieren. Zum Glück haben wir genug Plastik. So. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir noch mal ganz kurz rein. Wie sieht das mit Jetpack aus? Habe ich das schon? Nee. Jetzt kommt hier, was brauchen wir dafür? Oh, das können wir uns jetzt fast gönnen, ne? Vor allem, weil wir dann auch Inventarplätze wieder haben. Gasmaske später, Pipeline-Technik ist dann auch ganz gut, aber auch später.
Monorail, da brauchen wir, also Bahnhöfe bzw. Elektrolokomotiven und so ein Kram, da brauchen wir jetzt gar nicht mit anfangen, wenn wir eben nicht Computer und schwere modulare Rahmen automatisiert haben. Deswegen, das ist der nächste Meilenstein. So, jetzt bauen wir hier nochmal Kunststoff. Die 50 von denen. So, die Motoren. Wie viel haben wir hier? 26. Okay. Und dann hätten wir endlich das Jetpack. Das ist natürlich ziemlich gut. Wir haben 40 von denen. Wenn ich jetzt Computer bauen möchte. Ja, 10 brauchen wir pro Computer. Das heißt, wir brauchen hier 10 von denen. Ergo brauchen wir 100 Platinen. Ist so endlos lang, ne? Aber ich will auf jeden Fall hier mit einem positiven Treibstoff rausgehen. Treibstoffgeneratoren, ne? So, brauchen wir da ein bisschen mehr Schrauben. Und schon werden die Schrauben hier weniger. Zehn Platinen pro Computer. Wahnsinn. Jetzt haben wir aber zumindest einen Treibstoffgenerator. Haben wir noch ein bisschen... Ja, das haben wir auch alles. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen machen. So. Das Gute mit dem Jetpack ist dann natürlich, dass wir Exoskelett haben und Jetpack. Das heißt, ich kann hier dann locker so mal aus diesen Höhen runterspringen. Ohne, dass ich mir hier was tue. So. Hier können wir leider nichts mehr machen. Das heißt, ich werde mir hier mal vertikal... Leiter ran. Oh, also wirklich, ich weiß nicht, diese Dinger hier, das muss dann eigentlich noch höher dann. Kein Bock eigentlich. Aber gut, it is how it is. Und da das halt extrem viel oder extrem hoch ist, dann machen wir das wenigstens nochmal schön mittig, so wie sie es gehört. Und danach Jetpack. Jetpack hilft einfach nur, dass ich nicht sterbe. Das ist eigentlich so das Ding. So, ne? Ihr seht es ja da unten, man braucht pro Treibstoffgenerator 3x3, ne? Also quasi 9 Fundamente. Man braucht nicht ganz 9, ne? Man kann das auch ein bisschen anschrägen und so weiter. Aber ja. So, wir brauchen aber, und das, da muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal hier in den Dings reingucken, in die Tools. Ne? Weil wir mit Oil of Olas 2 tatsächlich hier einiges... an Fuel haben, 143,333. Ne? Wir haben 12, brauchen wir pro Treibstoffgenerator. Also mindestens 10. Dann haben wir noch 23 übrig. Also 12. 12 von den Dingern brauchen wir. 12 Treibstoffgeneratoren. So. Okay. Bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall, jetzt könnten wir übrigens hier so über das Ding hier irgendwie legen, ne?
Ich schau mal, wie wir das machen. Ne, und schon, das ist ja das Gute, ne, dass das alles dann immer schön abschließt. So, wenn ich 12 habe, ne, dann brauche ich 6 auf jeder Seite. Das bedeutet 3 mal 6. Ich brauche 18 von den... Die kann ich hier ruhig mal so irgendwie so rüber. Da unten geht es einfach nicht. Das muss gerade sein. Verstehe ich nicht. Geht nicht. Okay, dann machen wir hier mal 10. Ich stehe auf dem 15. Und dann nochmal dann entsprechend 3. Und dann machen wir hier die 10 und hier dann die weg. Ja, ne? Muss mal so. Und dann, genau, jetzt haben wir hier die 3. 1, 2, genau, und 3. Und auf der anderen Seite. Ah, geht das mittig dann? Ne, wir brauchen noch auf jeden Fall einen mehr hier Platz in der Mitte. Und dann hier nochmal 3. 1, 2 und 3. Genau. So, und jetzt haben wir es. Das ist es. Das werde ich natürlich noch irgendwie verankern müssen. Ne? Mal sehen. Aber als erstes Treibstoffgenerator 1. Machen wir hier nochmal eine schöne kleinen Beobachtungsturm, dass wir das auch alles schön sehen. Dann kann ich nämlich die ersten beiden so ein bisschen mittig bauen. Ich muss auch nochmal unseren Energiespeicher ein bisschen erweitern, das ist auch wichtig. Aber hier kann ich das jetzt. Das ist natürlich so. Ist denn genau mittig? Nee, ist es nicht. Ist jetzt genau mittig? Ja, jetzt ist es mittig. Perfekt. Na, jetzt sieht man es 1, 2, 3 und dann haben wir hier das. Haben wir hier nochmal 3. Genau. Gut, na, dann machen wir nochmal entsprechend die 6 hier fertig. Können ja jetzt schon mal alles ein bisschen vorbereiten, während der andere nochmal ein bisschen Computer und so weiter macht. Wir machen ruhig stapelbare Pipelines hier hin. Ne? So fließt dann der Treibstoff von oben runter. Übrigens kann man sehen, wie lang das, ne? Nur bis hier. Also machen wir 1, 2. Dann können wir... So. Oh, jetzt fehlen mir Kupferbleche. Dann holen wir uns mal schnell ein bisschen die 75, sehr schön. Ja, ja, ja. Oh, es wird langsam alles. So, die rein und schon endlich. Piep. Jetpack, Leute. Das werden wir uns auch gleich mal bauen, aber ich glaube, dazu brauche ich Computer. Ich weiß es nicht mehr genau. Wo ist denn das Teil? Hä? Habe ich gar keinen Ausrüstungsshop gebaut gehabt? Okay. So, dann schauen wir mal. Jetpack. Ah ja. Brauchen natürlich ein bisschen von denen. Und jetzt bauen wir uns mal ein Jetpack. Leute, das ist schon mal eine coole Sache. Ist immer schon so ein kleiner Meilenstein. Das können wir jetzt hier auf den Rücken schnallen.
schon mal schön. Sehr, sehr gut. So, kurz mal hier reingeguckt. Irgendwas erforschen? Nee, nee, nee. Quarz, ja, da haben wir dann hier irgendwie solche Sachen. Brauchen wir aber Quarz-Oszillatoren und so, das haben wir alles noch nicht. Schwefel, da können wir sowas mal machen. Eine Festplatte, verdichtete Kohle und Turbotreibstoff. Würde ich aber erst später bauen, wenn der Mixer da ist. So, dann schauen wir nochmal kurz hier rein. Nochmal 14 Computer bauen. Das ist auch schön. Wir brauchen tatsächlich, wir haben unten zwei, wir haben jetzt schon drei. Das heißt, wir brauchen noch 9. Von denen, einer kostet 10. Ja. It is how it is. Meine Computer, das dauert schon ewig alles. Ich trinke auch mal einen Schluck. So. Das ist echt 10 Stück, nur einer. Ja. Die möchten eigentlich, dass du vorher die Computersachen fertig machst, aber ich denke mir immer, wenn du jetzt noch eine Computerfabrik baust, brauchst du so viel Strom. Ich meine, ich könnte natürlich die Computerfabrik hier so ein bisschen rausziehen, ne? Meine natürlich nicht. Dann schauen wir nochmal hier. 3 stehen. Also brauche ich nochmal 9. So, weiter geht's. Und Kupferbleche. Da ist alles safe. Da ist auch alles noch safe. Sehr schön. Machen hier nochmal ein paar rein. Was ist das? Okay. Und jetzt denkt man so, okay, ne? Chucky, ist das denn, ne? Du hast ja gar nicht so viel Treibstoff. Aber tatsächlich brauchen wir gar nicht so viel. Oh, ne? Jetzt habe ich auch zum Beispiel. Ist manchmal dieser Bug, ne, dass du da immer weiter nach oben gehst. Gar nicht cool. So. Inventar, das haben wir jetzt alles. Dann lassen wir hier mal weiter die Platinen bauen. Ich nehme nochmal Turbodraht und Gummi und alles mit. Kabel. Turbodraht. So. Motoren haben wir auch ohne Ende. Das sieht doch schon mal gut aus. Schwere Modrahmen, ne? Heavy Rames müssen wir jetzt demnächst auch mal bauen. Aber hier, ne, jetzt kann ich einfach hier so mal kurz flyen. Da ist es wirklich gut. So, weiter geht's. Logistik, Mark 1 Pipes. Vorher natürlich hier Rohre, das passt. Sehr schön. Gut. Und so möchte ich die Dinge halt aufbauen. Na, ist das denn auch richtig und gerade? Das sieht auf jeden Fall so aus. Das Ding ist nicht gerade. Schon gewundert. So. Ne, und so ja, geht's dann hoffentlich immer da rein.
Dann muss natürlich das ganze Benzin hier irgendwie hoch. Aber ist okay. Wir nehmen das mal hier weg und bauen das mal hier hin. Endlich kann ich runterspringen, mache einmal kurz so und alles ist gut. Jetzt müssen wir, nehmen wir nochmal die Leiter weg. Nehmen hier die Pipes mal hoch. Mal hier so runter. Nee. Problem ist, wir müssen auch tatsächlich das ganze Fuel abführen, weil sonst nervt mich das. Dann machen wir das hier anders. Das ist jetzt mal so. Okay. Erste Pumpe hierhin. Ja, zweite könnte eigentlich dahin. Wir machen das mal so, wie es gedacht ist. Denn jetzt hier? Ja. So. Das mit den Pumpen muss jetzt nicht sein, aber ich hab das denn gerne hier oben. Die sind auch irgendwie alle so da so drin. Das gefällt mir gar nicht. Das kommt nochmal weg. Das muss ja nicht sein. So ein bisschen drauf achten kann man ja. Fangen wir so an. Ja? Nee, das ist jetzt auch unten, ne? Ja, das ist doch gut. Passt auch sehr schön. Das wird jetzt sogar hochgepumpt. Und dann reißen wir natürlich noch die unteren ab. Hier haben wir das hier oben und dann gehen unsere Energiedinger hier auch nicht kaputt. Unsere Energiespeicher werden da nicht leer. So, weiter geht's. Auch hier immer schön den Zweier-Step. Dann machen wir das alles nochmal schön ordentlich.
Bin mal gespannt, ob der Treibstoff hier reinkommt. Die Pumpe da hinten sollte eigentlich die 10 Meter haben, auf jeden Fall. Na, bis jetzt noch nichts. Doch, schiebt da rein. Kommt mal hier so mittig. Und dann machen wir die schon mal hier fertig, ne? Das ist der dritte. 1, 2. Dann kommt der hier hin. So, ist der dritte. 1, 2. Okay. So. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber wir werden es ja gleich sehen. Also, wenn das hier, ne, fertig ist, dann. Ja, hier ist schon mal falsch. Dann ist der nämlich hier hin. Ist das der dritte? Ist der erste? Und dann ist das hier der zweite. Ja. Toll. Eins, zwei, drei. Warte mal, aber irgendwie so ganz kommt das. Naja, egal, ich werde es gleich sehen. So, nehmen wir das Ding hier. Ah, guck mal hier, das ist auch nicht schön. Schon besser. So, die sind schon am Laufen. Perfekt. Und jetzt laden wir wieder auf. Sehr schön, ne? Wir haben jetzt quasi die Capacity erhöht. Der ist hier noch gar nicht am Netz. Deswegen machen wir das mal so. Und schon haben wir nochmal 150 Megawatt mehr. Jetzt haben wir 3000 insgesamt in der Production. Haben aber eine Max Consumption von 3106,4. So, okay. Dann nehme die weg. Hier so. Warum denn? Ey. Also manchmal, ne, das ist doch jetzt hier. So. Falsch rum. Also manchmal ist das Snapping also auch nicht von dieser Welt so. Na bitte.
Okay. Hier hat es aber gut geklappt. Und jetzt haben wir wieder 3000. Sehr, sehr gut. So, dann brauchen wir jetzt noch. Jetzt haben wir hier stehen 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch 8. Ja. Also ganz schön viele hier. 4 in der Richtung. Das sollte das dort. Egal. 10. Na, ich denke immer so, ne, Jetpack ist gar nicht so geil. Dabei ist es schon ziemlich geil. Ein bisschen Plastik mitnehmen. Nehmen wir an, hier ist einfach die 200 Platinen voll. Genau. So, brauchen wir noch genau 30 Computer. 20 können wir schon mal machen. Und in der Zeit kriege ich einen Schluck. Ja, das ist so wieder mal so eine kleine, ich sag mal, Durststrecke. Wo du eben, also wenn du wirklich erstmal jetzt Sicherheit haben willst, ich brauche jetzt auch nicht mehr als diese vier theoretisch, ne? Treibstoffgeneratoren. 5 vielleicht, damit ich auf die 3100 komme. Nichtsdestotrotz, ihr könnt ja hier gucken. Das ist hier nochmal wichtig. Ihr seht hier diesen Fuel. Den muss ich abnehmen. Wenn ich den nicht abnehme, dann staut sich das Heavy Oil Residue hier. Und wenn sich das staut, dann wird nicht genug Plastik gemacht und auch nicht genug Gummi. Ne? Und dann hast du hier wieder ein Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Fuel zu verbrennen. Und deswegen müssen wir das so machen. Achso. Machen wir noch 8. So, jetzt haben wir. Ah ja, und schwere Modrahmen, aber die gehen auf jeden Fall ein bisschen schneller zu craften. Guck mal, 25 haben wir schon. Der Rest ist da und dann haben wir das fertig. Als nächstes werden wir dann versuchen, oder werden wir das überflüssige Gummi, was wir hier jetzt gerade holen, in die modulare Motorenproduktion reinbringen. Da brauchen wir doch die Manufaktoren für. Und für die brauchen wir mal wieder, ja, Heavy Modular Frames und so. Aber dann haben wir auf jeden Fall die Mod-Motoren da fertig. So. Wo sind sie? Modulare Rahmen. Was fehlt da? Oh, da fehlen ja noch mehr Schrauben. Ich glaube, Schrauben muss ich jetzt auch erst nochmal. Richtig krass. Weil unser Schraubenvorrat geht jetzt hier langsam schon zur Neige. Zumindest um das hier alles schnell mal irgendwie zu lösen. Gussschraube. Wir können schon Gussschrauben machen. Wieso mache ich die denn nicht? Ist egal. Machen wir später. Ich habe die Gussschrauben. Wieso habe ich die denn nicht im Eisentower mit benutzt? Okay, gut. Machen wir jetzt mal, also wir machen natürlich nicht Gussschrauben, weil wir hier keine Eisenbarren haben. Deswegen nehmen wir ja die normalen. Aber das ist natürlich schon very seltsam. So, hau mal rein hier. Wenn ich nochmal hier reingucke und dann hier in General Motors, dann brauchen wir zum Schluss für die Modular Engine 5 Manufaktoren. Jesus Christ. Okay, 5 ist viel. 5 ist viel, viel, viel. Was können wir denn hier schon mal hier reinbringen?
Na, da sieht sie hier gleich die schweren Modularrahmen und Kunststoffe. Ja, das haben wir eigentlich alles. Das sind echt die schweren Modrahmen, ne? Kunststoff haben wir. Okay. Pipeline-Technik Mark II. Könnte ich mir auch gönnen. Brauchen wir aber eigentlich erst später. So. Genau, schwere modulare Rahmen. 8 Stück. Ach so, weil wir. Okay. So, wir machen das jetzt mal soweit fertig. Dass wir die Treibstoffgeneratoren bauen können. Aber das waren 80, ne, in dem Fall. Ja, das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt eklig. Aber was muttert Mut, Leute? Wie viel braucht, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ein Treibstoffgenerator braucht wie viel? 10, okay. Puh, Gott. Okay, wir brauchen noch 8, ja genau, also 80. Dann haben wir das. Während er hier so... Ja, okay, ich kann auch gar keine Schrauben mehr machen. 76. Wie viel Computer brauche ich noch? 9. Platine habe ich jetzt 83. Ja, können wir die Dinger hier mal kurz rausnehmen. Und werfen das mal hier rein. Dann machen wir 100 die Minute. Schon mal ein bisschen besser. Okay, ja, wir brauchen für so ein Ding schon ziemlich viel. Kann ich Computer bauen? Nö, selbst die nicht. Ah, Plastik ist das Problem. Aber Plastik haben wir zum Glück. Ich werde auch nochmal auf die 100 gehen hier, auf die 100. So, ah, mit 200 von dem, dann können wir hier uns mal ein bisschen bewegen. Zip, zip. Also, das sind so richtig, da muss ich jetzt Schrauben craften wie so ein Keck oder was? Unglaublich. Ich brauche 100 Schrauben für einen so einen Rahmen. Oh nee, ey, das ist mir eigentlich nichts. Ich habe 100 pro Schrauben nach unten. Ich muss jetzt hier keine Schrauben craften. Hundertprozentig nicht. Ich habe hier zum Glück die Dinger hier. Genau, zack, 479. Ja, gewusst wie, liebe Leute, gewusst wie. So, dann hier rein. Jetzt kann ich gleich mal ein bisschen 7 Computer machen. Wuhu! Und damit ist dann ja fast alles fertig. Zumindest die Computer für die Treibstoffgeneratoren. Dann haben wir das safe. Dann bauen wir noch die Manufaktoren. Und dann haben wir die modularen Motoren. 500 Stück. Wie viel machen wir da? 5 die Minute. Ne? Brauchen wir also 100 Minuten. Muss man halt auch mal sehen. Ne? 1,5 Stunden. Der Überschuss geht dann natürlich wieder schön in den Schredder, der uns dann wieder entspannt Coupons generiert. Jetzt nehmen wir diese Platinen hier. So. Jetzt holen wir uns mal ein paar Kabel. Frage, kann ich das Ding wegnehmen? Ja. Wenn ich jetzt hier so einen Manufaktor hinstelle. Ja,
Leute, ne? Da gucken wir jetzt alle mal kurz weg. Mal machen wir hier mal schnell die schwermodularen Rahmen. Damit das hier mal läuft. So, was brauchen wir für die? Stahlrohr, Stahlbeton, Schrauben, modulare Rahmen. Zack. Stahlrohr? Ja. Okay, dann holen wir uns noch so ein paar Sachen. 200 die Minute, das ist natürlich heftig. Also wird dann wenigstens ein bisschen was gebaut im Hintergrund. Nochmal die Stahlbetonrohre. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob wir da schon so viel haben. Oh ja. Ist okay. Dann werden wenigstens ein paar von denen gebaut. Ah, jetzt fehlen die mir natürlich. 1, 2, 3, okay. Rüber, schnell verbinden. Ja, das Jetpack regelt schon ganz gut. Ich muss auch irgendwann nochmal auf die 500 die Minute. Das ist ja krass, das kann ich ja gar nicht providen. Das ist das Ding. Das ist schon Wahnsinn mit den Dingern. Okay, müssen wir erstmal hier so ein bisschen was wegwerfen. Plastik beispielsweise. Ist hier irgendwo noch eine Kiste? Nee, ne? Nee. Autosave geht auch recht schnell noch. Sehr schön. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch schwere Modrahmen, ne? Oh ne, das wollte ich ja gar nicht. Das ist der Kram. Fünfte Minute, ne? Wenn das mal hinhaut. Tut's aber nicht. Weil wir endlos viele Schrauben benötigen. Okay, jetzt haben wir aber noch mal 10. Wie viel brauchen wir für so eine... Für so ein Dings hier? Ah, 10. Ich kann nur einen bauen. Das kann doch nicht sein. Ich wollte es hier so ein bisschen abkürzen, aber die Schrauben sind das Problem. Muss ich mir noch mal ein paar holen. Ich habe ja genug Schraubenkonstruktoren, ne? Also eigentlich sollte das alles gehen. Aber ich glaube, als ich die gebaut habe, hatte ich noch gar nicht dieses Gussrezept. Ihr merkt schon, die anderen sind schon alle. Was mit dem? 158. Und die anderen sind alle leer.
Look at this. Na? So, okidoki. Dann kommen die hier mal rein. Bin ich eigentlich auch per Hand craften. Also da mache ich 5 die Minute. Das ist eigentlich viel zu wenig. Das dauert einfach zu lange. Nein, kein Computer. Ach, 27. Okay, dann mache ich das erstmal auf 80. Das geht ja hier 10 mal schneller. Da brauche ich auch nicht 5 die Minute. Aber es wird auf jeden Fall sehr schnell, sehr bewusst, dass wir als nächstes entweder Heavy Rames oder Computer brauchen. Wahrscheinlich eher Heavy Rames. Würde ich gerne noch bauen. Dann habe ich wieder mindestens ein paar mehr. Hätte ich jetzt die Stahlschraube, wäre das wirklich ziemlich gut. Da könnte ich nämlich schön auf Stahl richtig, ich glaube, da machen wir 300 oder so. Die Minute. Sonst mag ich das Schraubenrezept nicht. Sag ich, wie es ist. Aber in dem Fall ist das okay. So. Ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier alles so okay. Ja, mit dich, passt gut. Perfekt, ne? Jetzt sind wir auf 3300 Production, 3060 in der Max Consumption. Damit sind wir safe. Jetzt haben wir hier 6 stehen, jetzt müssten hier nochmal 6. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich das so ein bisschen zu klein dimensioniert habe. Okay. Jetpack einfach gut. Oh, ich habe ja noch mehr. Oh, ich kann es vergessen. Ja, dann. Wieso habe ich denn nur 2 hingestellt? Nee, nee, nee. So.
Ja, das wird ja hier nichts. Und schon sind wir bei 3600, ne? Also Treibstoffgeneratoren sind schon wild. 150 Megawatt. Das ist richtig gut. Ja, wenn ich da an die Kohlekraft anfänge, denke, wie sieht das denn hier aus? Wieso geht das denn hier immer so hoch und runter? Ach, wahrscheinlich wegen, ja, die Raffinerien gehen an und aus. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8. So, und dann haben wir hier... Hier kommen dann, hier ist der 10. und dann brauchen wir tatsächlich noch 1, 2, 3. Ja. Das ist ja hier auch ganz komisch. Ich glaube, es ist, ja. Dann nehmen wir das mal weg. Das noch oben drauf. Jetzt sollten wir den Platz haben. Ja, Leute, jetzt müssen wir nochmal ran. Nicht genug Mittel. Ach, da war er. Mich nerven sie jetzt schon, dass ich das Zentrallager hier auf so einer Biomgrenze gebaut habe, dass du halt immer so ein kleines Stocken hier hast. So, wenn wir uns mal überlegen, ich brauche noch 78 schwere Modrahmen. Ich brauche eigentlich noch mehr, ne? Boah, da hincraften. Ich hatte halt überlegt, ob das irgendwie Sinn macht zu automatisieren, habt ihr ja eben gesehen, aber sieht irgendwie nicht so aus. Okay, ich guck mal auf den Tacho, 54 Minuten. Ich werde das jetzt offline weitercraften und in der nächsten Folge werde ich das fertig haben und dann können wir gleich weitergehen mit den Treibstoffgeneratoren und den Manufaktoren und dann sehen wir uns da wieder. Leute, vielen Dank fürs Einschalten heute, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben und Abo und wenn ihr noch nicht habt, folgt mir gerne auf Insta und Twitter. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen so Followership ein bisschen mehr zu haben. Von daher vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Factory Prime. Bis dann, macht's gut. Alright.